Hey Freunde, herzlich willkommen bei eurem Tulfa und herzlich willkommen zu SCP The Endurance. Man könnte beim Titel des Spiels vielleicht denken, es handelt sich um ein SCP-Game, aber das ist nicht so. Es handelt sich um ein FNAF-Fangame. Und zwar ein FNAF-Fangame, von dem ich lange nichts mehr gehört habe, weil ich auch nicht mehr danach geschaut habe. Zum ersten Mal habe ich von diesem Spiel gehört von vor 5, 6 Jahren oder so. 8-Bit Ryan hat auch ein Video schon dazu gemacht und das Spiel ist schon so lange in Entwicklung, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe sonst immer mal reingeschaut und mir gedacht, damn, hoffentlich wird es irgendwann fertig. Und jetzt ist es endlich hier. SCP The Endurance ist ein FNAF-Fangame mit SCP-Monstern. Wir sind in der SCP-Foundation in einem Büro und SCP-Monster greifen uns an im FNAF-Style. So nice, so cool. Wir können es endlich spielen. Wenn das für euch nach einem guten Game klingt, solltet ihr einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, Leute. Checkt natürlich auch gerne den ersten Link in der Beschreibung und tragt euch bei unserem Gewinnspiel ein. Der November ist fast vorbei. Ihr habt nur noch 6 Tage, um bei unserem November-Gewinnspiel mitzumachen. Letzten Monat hat jemand Games im Wert von 110 Euro gewonnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Tragt euch ein, Leute. Erster Link. Ihr müsst nur draufklicken. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt ist es an der Zeit. Und wir gehen rein in SCP The Endurance und wir gehen ohne Game Jolt rein, weil ich keinen Bock habe, mich einzuloggen. Nice. Was? Wir haben eine Cutscene? Warum sieht das so gut aus? Oh, wir spielen einen Class D? Habe ich schon mit gerechnet? We want you to put your skills into practice in a variety of tasks currently unattended in our facility. Okay. As you know, SCP is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and our specimen. Ja. We're like a giant mechanism. To sustain its perfection for years ahead, some maintenance practices are heavily required. Okay. Recently we found out about a few faulty parts holding our facility back. But thanks to our brilliant management, a swift and organized removal of said defects has been arranged. Wir müssen ja also ein bisschen Shit-Arbeit erledigen. Wir müssen die Kack-Jobs machen. Da habt ihr genau den richtigen gefunden. Lack of qualifications be a concern. Presented solution is just a temporary measure, so you won't have to struggle for long. It also means you have a limited time to gather an additional food service for the next year. And who knows? If you happen to be a bad boy, you could shed some light on your future and say farewell to your nasty solitary room once and for all. Sounds amazing, right? So join us right now. Log in with your credentials in the terminal, and you will be presented with a variety of jobs to choose from. We count on you, Class D. Let's make our world a happier place. Whoa. Together. Yo, warum ist es so gut gemacht? Hä? Richtig nice Cutscene und alles. Mal sehen, was wir jetzt wirklich machen können. Wir spielen scheinbar einen Class D und müssen irgendwelche Aufgaben erledigen, um aus der SCP Foundation, ja, was heißt zu entkommen? Einfach um rauszukommen früher. Ja, wir haben Nacht 1. Okay, ich dachte, wir können uns vielleicht nur irgendwelche Jobs aussuchen. Hi, I'm Ronald. Ronald ruft uns an. Welcome to the Endurance Program. Hi. You chose or perhaps you've been forced to work as a night guard here on level D. Ja, ich bin Night Guard. I'll be teaching you how to operate this junky camera system. I'm a maintenance engineer, so keeping this crap in. Natürlich sind wir irgendwo als Night Guard. Was auch sonst. Ich habe nichts anderes erwartet. No worries. Now go easy on ya. And just don't. Okay, das ist jetzt scheinbar unser Phone Guy. I would love to see you running headless. I don't really share that attitude though. Den Hebel kann ich nicht benutzen. See, a PC station for your disposition. Den Knopf hier kann ich auch noch nicht drücken. An early version of our software on it. Okay. There's that weird terminal thing on a monitor to your right. Okay. But it's not today's as password. As you'd think. EPSI. Its main purpose is running some essential commands and logging in since user interface assets aren't ready for that yet. It also wir hören uns mal alles an, was er zu sagen hat. Ich schau mal, ob was Wichtiges dabei ist. Okay, der Kollege wird uns jetzt den Strom abschalten. Und er hat uns gerade erklärt, wie wir alles wieder anmachen. Das ist also wichtig für uns, dass wir alles wieder anstellen können, weil zwischendurch scheinbar der Strom hier ausfallen kann. Und er hat uns jetzt gerade grob erklärt, wie wir alles wieder anmachen. Ich habe jetzt gerade alles wieder angemacht und jetzt müssen wir hier dieses Passwort eingeben. Achso, ich habe den Stern vergessen.
Stern? Nee. Doch, so ein Stern, oder nicht? War richtig, ne? Ja, war richtig. Detected permission level 2. Und da ist er wieder. Hat funktioniert. Perfekt. Okay. Let's familiarize you with the cameras. Ah, okay, wir kriegen jetzt hier wirklich ein ganz langsames Tutorial. Some of these hang in dark places. Oh, wir haben drei Stockwerke, die wir checken müssen. Oh, damn. Pressing Z on your keyboard activates the light. Z. Of course, you have one of these flashlights in the office as well. But you need to keep in mind, all of them consume power when used. Sounds like now would be a good time to talk about power. Hier können wir leuchten. This night's an easy one. For practice purposes, you've been provided with unlimited power. Okay. Unfortunately, tomorrow there will be a limited energy pool. Also das ist jetzt wirklich nur eine Tutorial-Nacht. Er bringt uns genau bei, was wir machen müssen. Wir haben unlimited power und so weiter und so fort. Ah, wir haben jetzt unten links auch eine Power-Anzeige. Okay. Adorn your right. Hence that usage meter is overloaded. Ah. But there are ways you can save some of that precious energy. There's a link to the ventilation system on Cam 2D. By clicking on a server unit on the left, you're able to toggle ventilation on and off. Oh, wenn ich hier auf die Cam gehe, kann ich die Lüftung an und ausmachen. You still need to be able to breathe. Okay. Another way is putting your PC to sleep when it's not in use. Wir können auch den PC ausmachen. Consumes less power, wakes up crazy fast, and starts right where it left. You can do that by pressing X on your keyboard. Okay, wir können den PC einfach ausschalten. I almost forgot. Das spart uns auch Strom, logischerweise. Und wir haben eine Maske von SCP-035. Also wie eine Freddy-Maske funktioniert das Ding. Oh, wir haben hier eine SCP-Library, okay? Da können wir genau nachgucken, was uns alles angreift und wie wir das abwehren. Das bringt er uns also nicht bei. Ist also anders als FNAF. Ich meine, in FNAF bringt uns der Night Guard ja alles Mögliche bei, über die Animatronics auch. Das ist hier nicht der Fall. Er hat uns nur beigebracht, wie das System funktioniert und hat gesagt, yo, sterb einfach nicht, alright? Also, versuchen wir mal nicht zu sterben, Leute. Ich meine, wir haben jetzt Nacht 1, 5 Uhr. Das war auch nur eine Probenacht. Ich glaube nicht, dass uns jetzt noch was angreifen wird. Aber ich glaube, gleich in Nacht 2 wird es dann eklig recht schnell. Habe ich jetzt die Lüftung? Die Lüftung ist noch an. Wir können die Lüftung ja mal ausmachen. Und ich glaube, wir können hier... Können wir Current Room Temperature sehen wir hier. Also wird wahrscheinlich die Temperatur irgendwann steigen, nehme ich mal an. Und wenn sie zu hoch geht, haben wir wahrscheinlich ein Problem, denke ich mal. Ganz andere Sachen passieren. Wow, mach wieder an. Meine Sicht wird ganz verschwommen und so. Okay, das lag aber an der Temperatur. Okay, okay, okay. Müssen wir also aufpassen. Sobald die Sicht anfängt, komisch zu werden, müssen wir sofort die Lüftung wieder anmachen. Aber wir haben jetzt erstmal 6 Uhr. Wir haben die Tutorial-Nacht geschafft. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn die SCPs es auf uns abgesehen haben. Oh, wir haben schon ein Extras-Menü. Was ist hier so drin? Ah, hier können wir Entities drin sehen und uns Cutscenes nochmal angucken. Okay, ich würde sagen, das ist was für einen späteren Zeitpunkt, Leute. Wir machen direkt weiter mit Nacht 2. Okay, Leute, Nacht 2 startet. Oh, ich muss den PC jede Nacht neu starten. Okay, Ronald hat gesagt, er klebt uns immer das Passwort hier hin. Das steht also hier. Ist das ein kleines P? Ist das ein großes P? Sehe ich aus wie ein Hellseher, Ronald? Woher soll ich das wissen? VQ. Incorrect Password. Also ist das ein kleines. Okay, VQ. Okay. PC fährt hoch, Leute. Perfekt. Ah, das können wir. Wie die aller echten Profis. Ich habe das Passwort richtig eingegeben. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier eine SCP-Library. Wir können ja aber noch nichts sehen, weil wir noch von keinem einzigen SCP angegriffen wurden. Das ist vielleicht eine kleine Lücke in dem System, was die hier in... Was? Oh, oh, ich kann das wieder zumachen. Sehr gut. Ich habe kurz ein bisschen Panik auch bekommen. Oh, oh, warum leuchten da draußen Augen? What? What the hell? Und wieso habe ich schon 85% Energie verloren? Stop it. Stop it right now. Okay, warte, wir machen mal kurz die Lüftung aus. Die Tür ist ja offen. Da kommt doch Luft rein, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Was ist das da draußen? Kann ich jetzt... Ich meine, das ist ja ein SCP. Habe ich jetzt Info dazu? Oh ja. SCP... 862. Ich sehe nichts mehr. Was ist das für ein Geräusch? Da, ja! No!
Das war der alte Mann. Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht mehr, welche Nummer. Oh, was? Die SCPs können uns in ihre Welt ziehen und dann müssen wir das irgendwie überleben. Okay, das wusste ich nicht. Okay, damn. Was muss ich machen? Ich habe eben im Ladescreen für Nacht 2 stand da auch so ein Tipp. Schau dich immer gut um. Vielleicht findest du Hinweise! Game over. Zeit des Todes. Ja, steht nicht da. Danke für nichts. Eben stand im Ladescreen. Schau dich immer gut um. Vielleicht findest du Sachen, die wichtig sind. Jetzt verstehe ich das, weil ich dachte mir so, was will ich mich im Büro umschauen? Ne, da passiert ja nichts. Okay, also diese SCPs können uns angreifen und teilweise auch an andere Orte bringen und lustige Sachen mit uns machen. Toll. Oh, Backe. Okay, ich schätze mal den alten Mann, der uns angegriffen hat. Können wir bestimmt abwehren, indem wir die Maske aufsetzen? Also ich weiß es nicht. Es hieß ja, die Maske funktioniert bei manchen. Hier war auch irgendwas. Hier war irgendwie ein Gesicht. Ich weiß es nicht genau. Ich will gerade erstmal was lesen. Wir haben genau SCP-106. Ist ein älterer Mann. Genau, pipapo. Er hat einen Korrosionseffekt, bla bla bla. Und er kann uns ja irgendwie... Da hat er so eine eigene Zwischendimension. Da waren wir wahrscheinlich gerade. Und dann haben wir noch SCP-862. Ist eine große, katzenartige Kreatur, die auf 4 Beinen läuft. Mit Haut, die aussieht wie Baumrinde. Okay. Es ist, ja, es hat einen Jagdinstinkt und greift alles an, was in der Nähe von 861 ist. Da ist was, da ist was. Das ist ein Koala-Bär-Dings. Yo, Bro, hau mal ab. Was ist 861? Geh zu da oben. Da hinten war gerade noch irgendwas. Warum kommt es näher? Was ist 861? Ich weiß nicht, welches SCP-861 ist. Oh, er kommt! Der alte Dude ist on the road. Funktioniert die Maske gegen ihn? Scheinbar. Oh, safe ist das 861, oder? Ich mach einfach zu. Das Ding ist doch 100%... Ah, nee! 1048 ist ein kleiner Teddybär. 33 cm groß. Ich höre Geräusche schon wieder. Stopp. Was ist mit dem Teddybär? Bla bla bla. Bla bla bla. Was macht der mit uns? Warum sind die Texte so lang? Wie soll ich das alles lesen? Hallo, ich bin auch in Gefahr hier, Leute. Ich kann doch hier nicht 97 Seiten lesen. Was ist das für ein Geräusch? Warum hat das gepiept? Ich mache die Tür mal wieder auf. Ich meine, es ist weg. Es ist offensichtlich... Ah! Es ist offensichtlich weg. Okay, warte. Bla bla bla. Es gibt Subject C, B... Wir lesen uns das gleich nach der Nacht einmal kurz durch, okay, Leute? Der Dude ist schon wieder hier. Irgendwas ist im Schacht? Hey, nein, Mann. Irgendwas ist da drüben im Schacht, oder? Oh, oh! Nein, nicht der Kollege. Das ist doch der uns das Genick bricht, oder nicht? Das ist doch 187. Der heißt... Ey, come on, bitte. Just go. Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich das alles überleben hier? Jo. Ah! Ja, er bewegt sich, wenn wir nicht hingucken. Aber wenn ich die Maske auf hab... Das Vieh ist noch draußen. Das Plushie ist hier. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder machen muss. Oh shit. Oh Mann. Alter. Yo. Wie soll man das denn... Was? 3.30 Uhr sind wir gestorben. Okay, es ist krass, aber extrem gut. Extrem krass und extrem gut. Genau das, was wir mögen, Leute. Ah, okay, Leute. Dieser Teddybär an sich ist also turbo entspannt. Ich habe gerade mir das alles mal durchgelesen. Der Teddybär kann aber Replikas von sich selbst herstellen, was er auch schon dreimal getan hat. Einmal hat er scheinbar einen Teddybär aus Ohren gebaut. Okay. Einen Teddybär aus Metall. Und scheinbar einen Teddybär aus einem Menschenbaby? Klingt alles sehr ungesund. Und diese Replikas sind dann extrem aggressiv. Also solange nur der Bär bei uns im Büro ist, ist eigentlich alles entspannt. Wenn andere Versionen vom Bär auftauchen, können wir auch gleich kündigen. Weil dann ist das Ding gelaufen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, hier dieses Monster, was durch die Tür kommt. Den Dude, den wir scheinbar mit der Maske abwehren. Und 173. 173. Aber wie sollen wir 173 abwehren? Wir müssen ja zwischendurch auf die Tür klicken oder auf die Kameras gucken. Wenn der erstmal bei uns ist, ist doch Game Over. Oder können wir ihn irgendwie abwehren? Können wir irgendwie die Lüftung schließen oder so? Ist er durch einen Schacht gekommen? I don't know. Okay, wir gehen einfach nochmal rein in die nächste Nacht, Leute. Ich schaue mir das jetzt noch einmal an hier. Ich weiß nicht, ob wir... Das war wieder ein krasses Game. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen.
in der ersten Folge überhaupt irgendeine Nacht zu schaffen, Leute. Weil es ist wirklich nicht einfach, weil die SCPs halt auch erst auftauchen und wir dann ja auch erst lernen, was wir machen müssen. In FNAF kriegen wir ja, wie gesagt, vom Phone Guy schon oft Tipps, während die Nacht noch läuft. Was hier aber nicht der Fall ist. Da ist 173 auf Camp 2C. Okay, warte. Wir müssen 173 ja eigentlich angucken, damit es sich nicht bewegt. Können wir, ist es vielleicht so ein Foxy-Ding? Müssen wir das Vieh die ganze Zeit angucken auf den Camps, damit es sich nicht so schnell fortbewegt? Das würde für mich persönlich Sinn ergeben, dass wir es einfach auf den Camps anschauen müssen, damit es nicht so schnell vorankommt. Halt wie Foxy. Einfach, dass es nicht so turboschnell in unsere Richtung gelangen kann. Klingt für mich logisch und plausibel, Leute. Ich denke, das wird sein. Vielleicht. Während wir gleich vielleicht von dem Katzenvieh jetzt zerfleischt werden. I don't know. Aber dafür müssen wir einfach nur die Tür zumachen. Oh, er kommt. Der alte Dude kommt. Maske auf. Die Ma... Ist er... Ist er immer noch da? Jetzt, ah! Bro, how? Wo ist er? Warum? Er war eben noch ganz weit weg. Hä, er greift doch nur Leute an, die 860-1 zu nahe kommen. Leute, keine Ahnung. Ich würde auch an der Stelle sagen, das war's für die erste Folge von SCP The Endurance. Ein extrem interessantes Game. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich glaube, das wird... Wir haben erst die Hälfte ungefähr von den SCPs gesehen. Leute, wir sehen uns gerne im nächsten Video. Euer Typ verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.